Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Gerade eben ist das Angriff-Strike-Event aufgetaucht. Das ist das allererste Event, wo ihr Boosts rausbekommen könnt. Ja, wie das Ganze so aussieht, wie das Ganze funktioniert und welche epischen Strike-Events diese Woche noch so geleakt wurden, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seht hier nochmal ganz kurz die Woche eingeblendet. HP und Lockdown, und Lockdown war eben für die Strike-Events da. Und ihr seht da, genau für heute war dieses Angriffs- oder Boost-Event angekündigt. Und ihr seht dann auf Freitag als auch am Sonntag einen epischen Brutkasten. Und da möchte ich, denke ich, als erstes drauf eingehen. Ich zeige euch am Ende noch den Guide vom heutigen Video, vom heutigen Strike-Event in diesem Video. Das ist jetzt nichts Kompliziertes, aber ich gehe trotzdem mal drauf ein. Ja, ihr seht, Freitag, episches Strike-Event mit einen besonderen Brutkasten, das sieht so aus wie Nodopato und das ist auch erstmal richtig. Und Sonntag dann der Lockdown-Brutkasten. Und hier seht ihr das Strike-Event vom Freitag. Und das Ganze heißt Nodopatosaurus-Angriff. Ihr seht, ihr benötigt einen Sieg, dürft euch keine Niederlage erlauben. Übrigens danke nochmal an Kretzig für das Leaken dieser Dateien. Und hier mal die Event-Beschreibung. Nodopatosaurus-Angriff. Hört sich erstmal noch harmlos an, denn man denkt an Nodopatosaurus. Ja, okay, ist auch auf dem Bild vom Brutkasten zu sehen. Wird also Nodopato-DNA geben. Und dann sieht man das Strike-Event. Hey, das sind aber drei Level 30er, das ist nicht so schön. Bei diesem Angriffsereignis musst du es mit einem mächtigen Nodopatosaurus aufnehmen. Nutze schlagkräftige Tiere, die seinen Schutz umgehen können. Nutze seine Verteidigung durch brechende Gegenangriffe, um die Oberhand zu gewinnen. Und da steht auch wieder was nur von Nodopatosaurus. Aber ihr seht Apato, Nodo und Nodopatosaurus auf Level 30, also drei tankige Saurier. Hier könnt ihr, denke ich, wieder mit Blutungsschaden arbeiten. Ich werde das Ganze natürlich auch in einem Guide für euch berichten, wie ihr das am besten schafft. Und dann bin ich da guter Dinge, dass wir das auch alle schaffen werden. Das ist wohl das schwierigere Strike-Event. Das andere kommt jetzt nämlich sofort. Das Festhalten-Angriff, das wurde auch nur die zweitschwerste Stufe eingestuft. Ihr seht, ebenfalls eine Stufe nur stark und das Ganze beginnt Sonntag und endet Montag um 15 Uhr, also Sonntag 16 bis Montag 15 Uhr. Ihr dürft euch hier ebenfalls keinen Niederlage erlauben. Und hier mal die erste und einzige Stufe dieses Strike-Events. Tritt in diesem Angriffsereignis gegen Tiere an, die mit ihren Fähigkeiten einen Austausch verhindern können. Teile deinen Austausch gut und nutze zähe Tiere, um diesen Kampf zu überstehen. Damiodarwinopterus auf 24, Globosuchus auf 25 und Diplodocus auf 26. Da gibt es auf jeden Fall DNA von Festhalten-Sauriern. Und wenn die drei auf dem Bild sind, ich kann leider euch noch nicht sagen, welche dann drin sein wird, aber eventuell Diplodocus-DNA und das fände ich doch ganz nice. Gegen die drei Saurier, Flugsaurier relativ schnell, Blutungsschaden dabei, Grippo auch ebenfalls Festhalten, ein bisschen tankiger, Diplodocus noch ein bisschen tankiger. Da können wir sicherlich eine Kombination aus Blutungsschaden und Draufkloppern, so würde ich es mal nennen, verwenden. Das schaue ich mir dann auch im Detail an und werde euch da einen Guide vorbereiten, eventuell sogar mit gewöhnlichen und seltenen Sauriern. So viel zu den beiden Strike-Event-Leaks diese Woche. Ich möchte euch kurz noch die Info natürlich zeigen und ihr seht auch parallel, vielleicht jetzt schon oder gleich, das Strike-Event, wie ich es gespielt habe. Ja, flamet mich bitte nicht. Ich habe einfach die nächstbesten Saurier rausgenommen, weil ich die Gegner gesehen habe und dachte schon, das ist nicht so schwer. Hätte es sich fast gerecht. Ich habe es dann noch schlecht gespielt und habe es dann doch noch lucky am Ende geschafft. Ihr seht, hier, das Ganze kam heute rein. Es war nicht Punkt 16 Uhr, es kam ein bisschen später, aber immerhin kam es. Angriff für Boosts. Jetzt kannst du Werdeboosts als Belohnung für Angriffsereignisse erhalten. Und das finde ich an für sich ganz gut. Und ich finde auch die Menge an sich ganz gut, die man da rausbekommen kann. Ihr seht hier, das Ganze nennt sich Angriffswertangriff. Ihr dürft euch sogar eine Niederlage erlauben. Und das finde ich sehr, sehr fair, gerade gegenüber neuen Spielern, denn das ist schon was Wertvolles, was man hier bekommen kann. Viel, viel wertvoller sogar als ein episches Strike-Event, ja. Bei einem epischen Strike-Event, wenn ihr auf niedrigem Level seid, ich weiß gar nicht, könnt ihr da, wenn da am Ende zwei epische Saurier rauskommen, könnt ihr den überhaupt freischalten? Ich glaube nicht, sondern nur mit Glück am Anfang. Und hier bekommt ihr 25 Angriffswert-Boost raus. Und wenn ihr euch überlegt, die erste Stufe kostet 2, die zweite 4, sind zusammen 6, dann könnt ihr da auf 4 Saurier bei Angriff schon auf Stufe 2 bringen. Und ich denke, das ist viel, viel wertvoller. Das allererste Strike-Event hiervon, als ein episches sogar für Neueinsteiger. Ich bin mir da nicht sicher, vielleicht irre ich mich da auch. Und ich finde die Belohnung auch relativ fair. Ihr seht, endet morgen um 15 Uhr. Ihr habt also knapp 23 Stunden und macht das. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier mal die Eventbeschreibung. Angriffswert Angriff. Meistere dieses Angriffsereignis, um Angriff-Werte-Boost zu erhalten und dein Team zu stärken. Fähigkeitsgrad fortgeschritten 16 bis 20. Das wird, denke ich, nicht benötigt, wenn ihr hier andere Saurier als ich mitnehmt. Und hier mal die Gegner in der Übersicht. Wir haben Suchominus auf 16, 17er Diplotator und 18er Ostimetron.
Das Strike-Event wird so gespielt, dass als erstes der Postimetron rauskommt, spielt seinen wilden Angriff, glaube ich, und wechselt sich dann auf Suchen Minus auf. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er den Swap in hat, sonst hätte ich es anders gespielt. Und deswegen könnt ihr da in der ersten Runde gegen den Postimetron müsst ihr gucken, dass ihr den Schaden aushaltet, eventuell gut Damage machen mit einem Raptorenartigen Saurier, Sinoraptor, Velociraptor und so weiter. Und in der nächsten Runde kommt dann der Swap-In vom Suchomimus. Vielleicht beginnt ihr dann auch mit einem Immunsaurier. Ja, versucht in der ersten Runde vielleicht mit Ornithomimus ausweichen zu spielen. Das ist ein bisschen Glückssache. Aber nimmt eventuell tatsächlich sowas mit wie Triostronics, Magna Pyrite oder selbst ein Postimetron. Ihr solltet den ersten Hitter locker aushalten und könnt im nächsten Zug dem Suchomimus einen mitgeben. Und wenn ihr dann noch schneller seid, ist der Two-Hit weg. Als nächstes wurde dann bei mir Diplutator gespielt. Auch kein großes Hexenwerk, kann sich auch ein bisschen buffen, macht nicht so viel Schaden. Hat aber dennoch meinen Irritator gekillt, ohne dass ich ihm Schaden machen konnte. Ja, ich habe da Kampfrausch gespielt, das war der Fehler. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Und ja, ganz zum Schluss wieder Postimeter und ich habe ihn dann Lucky besiegen können. Sollte nicht so schwer sein. Hier seht ihr mal die Belohnung, die ihr rausbekommen könnt, und zwar Angriff Boost. Jetzt für dieses Strike-Event. Ich nehme an, die werden sich wöchentlich abwechseln, dann nächste Woche Leben und danach Speed. Und ihr seht hier, bei Kauf garantierter Inhalt, das stimmt nicht ganz. Das ist natürlich ein Strike-Event, das müsst ihr nicht kaufen, sondern einfach nur schaffen, dann bekommt ihr diese Belohnung. 25 Angriffsmarken und 625 Coins. Und warum ich das sogar relativ fair finde und auch gut finde, einfach mal kurz erklärt. Ihr braucht für einen Saurier auf Maximal Boost zu pushen, pro Stufe, ich glaube, 2046 waren das. Und wenn ihr jetzt hier noch 25 dabei bekommt, dann geht das ein bisschen schneller, ja. Aber es dauert trotzdem immer noch ewig. Aber gerade jetzt am Anfang, wir haben gelernt, bis Stufe 5 hat man den meisten Zuwachs, ist es da schon günstiger. Und von daher 25 ist okay, wenn das auch wirklich nur einmal in der Woche auftaucht, dann hätte man jetzt ohne was zu kaufen 25 von einem bestimmten plus dann nochmal 4 mal 7, also 28 obendrauf von allen anderen. Und dann finde ich wiederum, das sogar schon relativ gut ausbalanciert. Jetzt kam mir heute noch eine andere Idee. Und zwar bezüglich der Boost. Es ist ja so, das haben wir gestern im Video auch gelernt, man hat 83% könnte man in einem Jahr freischalten, nur durch die täglichen Dinge. Und die kosten irgendwas um, weiß ich nicht, 8.000 Marken und der Rest kostet nochmal 40.000 Marken. Das ist ja dann nachher gar nicht mehr lohnenswert und am Anfang umso lohnenswerter. Ich persönlich glaube, für die Langzeitmotivation als auch die langzeitige Ausrichtung in der Arena, dass man nicht jetzt große Vorteile hat und nachher das komplett schnell wieder abflacht, weil jetzt denkt ihr mal, wenn ihr das dann könnt, das in einem Jahr erspielen. Und das war, glaube ich, genau mit den täglichen dabei. Und da war noch nicht mal das Strike-Event bei. Ich habe dann mal ausgerechnet, wenn ihr das Ganze jeden Tag kaufen könntet, das ist jetzt nicht mehr so, dann wäre das nur bei 48 Tagen oder so. Das heißt, in 48 Tagen hätte ich 8 Saurier aus meinem Team um 83% geboostet. Ich glaube, da liegt so ein bisschen der Fehler, dass die Stufen unterschiedliche prozentuale Werte dazugeben. Denn jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet nicht diese 83% nach einem Jahr erreichen mit 8.000. Also ihr seht, wir haben mit 8.000 Marken von 48 erreichen wir 83%. Ihr seht, mit wenig Aufwand erreichen wir viel. Wenn das jetzt einfach linear wäre, sprich 48.000 Marken brauchen wir für alle Stufen, dann hätten wir exakt bei 24.000 und ein paar zerquetschten Marken hätten wir die Hälfte erreicht von dem maximalen Boost. Das heißt auch wiederum, bis zum ersten Boost, bis man den ersten überhaupt raushauen kann, würde es natürlich etwas länger dauern, das ist klar. Aber ich glaube, das würde das Ganze schon ein bisschen beeinflussen und vor allen Dingen die Leute, um auf 83% zu kaufen, ist es relativ günstig. Ja, das ist einfach so. Wenn man das aber jetzt linear betrachtet, dass jede Stufe gleich viel kostet, dann auf 83% zu pushen, das wäre dann eben Stufe 8 freischalten. Das heißt, man müsste auch von den 48.000 Coins 80% ausgeben. Das sind also 4 Fünftel, da sind wir irgendwo bei 39.000 oder so, die man kaufen müsste. Und ich glaube, wenn es einfach nur linear wäre und ihr euch überlegt, man braucht dann so lang, wäre es etwas fairer. Noch dazu darf man es natürlich nicht jeden Tag kaufbar machen. Das ist einfach so. Es soll ja die Langzeitmotivation erhöhen und es sollte nicht so krass sein, wie es jetzt ist. Ja, man hat durch die ersten Stufen, die so saugünstig sind, hat man jetzt richtig krasse Saurier im Team selbst und tritt auch gegen richtig krasse Saurier an. Aber das wird sich nach und nach legen, weil ganz am Ende wird das immer langsamer gehen, immer langsamer gehen. Und dann macht das nicht mehr so viel aus, wenn ihr pusht. Und von daher könnte das schon die Krux an der Sache sein, was das Ganze so unbalanciert macht? Ja, das kam so mir noch als Idee heute. Ich weiß nicht,
Vielleicht ist es auch kompletter Bullshit. Schreibt es einfach in die Kommentare. Das wollte ich euch noch mitgeben, auf jeden Fall. Ich finde aber tatsächlich Ludia gut, wie sie jetzt momentan reagieren. Warum, werde ich morgen noch einen Takt im Video zu sagen. Morgen kommt dann noch ein Video, wie ihr eure Saurier boosten solltet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn ich am Ende ein bisschen abgeschweift bin, aber ich denke, das ist soweit okay. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Den nächsten Jurassic Stream wird es wahrscheinlich am Freitag zum Turnier geben. Weiß noch nicht, wie viel Uhr, eventuell gehe ich Blut spenden oder so. Hab jetzt gedacht, heute brauche ich eigentlich nicht Jurassic unbedingt streamen. Es gibt ja nichts unbedingt was Neues. Aber dann Freitag können wir zusammen ein bisschen beim Turnier teilnehmen, so wie letztes Mal auch. Fand ich eigentlich ganz cool. Und dann gibt es auf jeden Fall einen Jurassic Stream und dann sowieso Sonntagabend auch. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.